eine Hand hier mit unterlegen, um genauer zu spüren, auf eine feinere Art und Weise, mit einer Compaction, also mit Druck, aufeinander zu, ähnlich wie beim Recoil eben. Aber die Idee ist, hier wieder Platz mit einzuräumen. Das heißt, ich gebe nur kurz diesen Druck und komme dann mehr in diese Recoil 2 Variante und schaue, pulsiert der Schädel in irgendeiner Art und Weise. Bei einem lebendigen Menschen, nein. Ob man es spürt, andere Fragen. Und es ist nicht viel. Man kann mir da jemand von euch nochmal den Schädel oben auf dem Regal geben. Und da lade ich euch nämlich ein, das einerseits gleich so auszuprobieren und zu schauen, spürst du hier irgendeine Form von Pulsation? Bei Elke spüre ich zum Beispiel in dieser Frequenz, das ist 2 bis 3 Atemzüge. Als gäbe es hier eine minimale Ausdehnung und ein minimales Zusammenziehen. Kannst du das spüren, wie ich das mitbekomme? Dass es mal mehr Druck geben? Mal weniger? Fühlt sich das eher harmonisch an, disharmonisch? Harmonisch an, fühlt sich aber nicht nur nach einem Druck zusammen an, sondern nach so einem leichten Ringen. Ja, das stimmt. Ja, hier die Knochen bewegen sich nicht immer ganz achsen- und gliedengerecht, eigentlich tun sie das nie. Aber ihr könnt einfach beginnen mit einem Druck der Hände aufeinander zu und dann folgt ihr diesem Impuls, wenn du da einen merkst, wo geht es genauer hin. Für mich ist das bei Elke übertrieben gesehen, rockt in diese Richtung und mit der anderen Hand unten. Also übertrieben so, aber im Kopf, nicht in der Halswirbelsäule. Ziemlich genau das. Das baue ich damit ein, also das muss für euch nicht so sein, erstmal Hände aufeinander zu und gucken, wieder diesem Prinzip folgen, wo führt der Körper mich hin, gehe damit hin. Um eine erste Mobilisation des Schädels mit zu haben. Dann gucken wir, dass wir die Abflussbereiche freikriegen in den Körper. Um